Was tun, wenn du nicht Priorität bei deinem Partner bist? Super spannende Frage, die mir von einer Zuschauerin gestellt wurde. Darauf gehen wir in diesem Video ein und beleuchten das mal vielleicht von ein, zwei Seiten, über die du noch nicht so nachgedacht hast. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Ramon, ich bin klinischer Psychologe und ich helfe jeden Tag Menschen, ihre Kindheit aufzuarbeiten oder wie man so schön sagt, ihr inneres Kind zu heilen. Das heißt, wenn auch du ein Thema hast, was in der Kindheit begründet liegt und dir heute wiederkehrende Probleme bereitet, dann bist du bei uns wahrscheinlich sehr richtig. Buch dir gerne ein kostenloses Erstgespräch, wo wir genau schauen, können wir dir da gut dienen oder nicht. Also springen wir mal direkt ins Thema, was tun, wenn du nicht Priorität deines Partners bist. Ich finde, der erste interessante Gedanke, den man dazu mal aussprechen sollte, ist, Menschen sind unterschiedlich und muss ich unbedingt die erste Priorität meines Partners sein, damit unsere Partnerschaft glücklich sein kann, damit unsere Partnerschaft beständig sein kann? Muss ich Priorität Nummer eins sein? Fragezeichen. Einige Leute würden sagen, ja, auf jeden Fall, weil was ist das sonst für eine Beziehung? Aber ich sage dir, es gibt Leute, die sind viel älter und teilweise auch viel schlauer als ich, die haben schon gesagt, es gibt auch Geschlechtsunterschiede, wo die Prioritäten im Leben liegen. Das heißt, es ist sehr typisch, dass bei einer Frau die Prioritäten in Menschen und Beziehungen liegen. Das ist das, was mir am wichtigsten ist: Beziehung, Partnerschaft, Familie. Bei Männern ist es jedoch häufig so, dass Familie und Partnerschaft nicht unbedingt an erster Stelle stehen. Ganz häufig ist es so, dass Männer eine Mission oder Vision brauchen, die sie verfolgen und die an erster Stelle steht. Das heißt, wenn es wirklich der Fall ist, dass einem Mann eine Vision, irgendwas, was er verfolgt, was er aufbauen möchte, wenn das wirklich seine erste Priorität ist und man nimmt ihm das weg, ja, weil man sagt, die Familie, die Partnerschaft, das Kind muss deine erste Prio sein, dann kann es sein, dass wir diesen Partner unglücklich machen, einfach aufgrund dieses Zwangs. Ja, was ich jetzt nicht sagen will, ist, es ist völlig in Ordnung, wenn Väter oder Mütter ihre Familie, ihre Kinder oder Partner vernachlässigen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Aber nur weil das meine erste Priorität ist, heißt es nicht, dass das mir unwichtig ist. Und wenn wir damit leben können, also wenn wir quasi die Reife entwickeln können, um uns ehrlich mal zu fragen, Moment mal, muss ich unbedingt Priorität sein? Heißt es wirklich, etwas fehlt in unserer Partnerschaft oder in unserem Leben, wenn mein Partner noch eine andere erste Priorität hat? Wenn du dir diese Frage reif stellen kannst, dann findest du eventuell eine Antwort, die dich überrascht. So, jetzt möchte ich aber auch noch ein paar Worte über die Gegenseite verlieren. Was ich mit dem ersten Argument nämlich nicht sagen wollte, ist, dass du mit irgendeiner Person zusammenbleiben sollst, der du nicht wichtig bist. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Also, nur weil ein Mann oder manche Männer vielleicht in ihrer Karriere oder in ihrem Beitrag, den sie zur Welt leisten, ihre oberste Priorität finden, heißt das nicht, dass das erstmal bei allen Männern so ist. Es gibt auch ganz, ganz viele Männer, die ihre Priorität in der Partnerschaft oder in der Familie sehen. Aber es gibt solche Männer, die halt die Prioritäten woanders haben, was nicht bedeutet, dass du mit jemandem zusammenbleibst, mit dem du nicht zusammen sein solltest. Und das sind Männer oder Frauen, die dir immer wieder vermitteln, du bist mir unwichtig, deine Meinung zählt nicht. Alles andere macht mir Spaß, bei dir bin ich eher schlecht drauf oder genervt oder ähnliches. Mit so einem Partner solltest du nicht zusammen sein. Mit solchen Menschen solltest du dich generell nicht umgeben. Ja? Verbringe deine Lebenszeit mit Menschen, bei denen du das Gefühl hast, ich bin denen wichtig. Ja? Wenn du immer wieder merkst, dein Gegenüber hat gar keine Lust, mit dir Zeit zu verbringen, dein Gegenüber ist unzuverlässig, ja, sagt vielleicht, ja, wir machen das und dann ist es heute, morgen, übermorgen, zigmal, wird es immer wieder nichts. Dann signalisiert diese Person, du bist ihr nicht wichtig. Und das ist ein Riesenunterschied zu, welche Priorität hat das? Ja, weil es kann jemand sein, ein Mensch, der eine Riesenpriorität, also eine Riesenpriorität hat, keine Ahnung. Es gibt so eine Firma, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die wollen es schaffen, dass jeder Mensch auf der Erde sauberes Trinkwasser bekommt. Bist du zufällig mit der Person zusammen, die diese Mission vorantreibt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das seine oder ihre Priorität Nummer eins ist. Und dennoch kann er oder sie dir zeigen, du bist mir wichtig, ich liebe dich. Es kann sein, dass die Person nicht so viel Zeit hat, weil sie sehr viel Zeit mit dieser Priorität verbringt. Aber du würdest in der Interaktion mit der Person trotzdem spüren, dass du ihr wichtig bist,
dass die Person dich liebt, dass du eine zentrale Rolle spielst in seinem oder ihrem Leben. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du dir ernsthaft überlegen, ja Moment mal, angenommen, ich spüre schon immer und es verändert sich nichts, ich bin nicht so wichtig, er schätzt mich nicht, sie schätzt mich nicht. Und ich habe es schon angesprochen, ich habe schon versucht, es zu verändern. Wenn sich nichts verändert, frag dich, was ist, wenn das jetzt noch 20, 30, 40 Jahre so weitergeht? Will ich das dann noch? Und dann guckst du halt einfach, was da für eine Antwort für dich rauskommt. Meine Lieben, ich hoffe, ich konnte mit dem Video ein paar Gedanken mitgeben. Man muss nicht immer Prio Nummer 1 beim Partner sein. Das ist das, was ich jetzt quasi mal zur Debatte stellen möchte. Weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute denken sich, wenn ich nicht Prio Nummer 1 bin, dann läuft was falsch. Und ich behaupte, das ist nicht zwangsweise der Fall. Und wenn du aber das Gefühl hast, meinem Partner, dort gibt es andere wichtige Dinge in meinem Leben und ich kann das kaum aushalten, weil ich mich dann unwichtig fühle, dann kann das sein, dass dieses Gefühl von unwichtig fühlen bei dir übermäßig ausgeprägt ist. Was eventuell gar nichts mit den Umständen zu tun hat, sondern dass du darauf sehr sensibel reagierst. Wenn das der Fall ist, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass du einfach durch deine vergangene Erfahrung so geprägt bist. Frag dich, hast du eventuell in der Vergangenheit in einer Umgebung gelebt, Elternhaus, Oma, Opa, wie auch immer, wo dir immer wieder vermittelt wurde, du bist mir nicht wichtig, deine Meinung zählt hier nicht, uns ist egal, was du tust oder willst. Weil wenn du in diesem Umfeld aufgewachsen bist, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du darauf heute sehr sensibel reagierst, vielleicht sogar übersensibel. Wie schon am Anfang gesagt, wenn du dieses Thema angehen willst und loswerden willst, unten in der Box ist wie immer ein Link zu einem kostenlosen Erstgespräch, wo wir schauen, wovon willst du genau weg, was willst du eigentlich genau erreichen und wie können wir dir am besten dienen. Und dann entscheiden wir gemeinsam, wollen wir das gemeinsam machen oder nicht. Also wie immer, meine Lieben, vielen Dank für eure Zeit und euer Vertrauen. Schickt das Video weiter an eine Person, die das hören muss. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao.